Wasserhahn auf und ab unter die Dusche. Kalt im Winter, drehen wir halt die Heizung auf. Zu heiß? Zum Glück gibt's Klimaanlagen. Unser Alltag ist bestimmt von der Nutzung und dem Verbrauch von Energie, die wir zum Kochen, Waschen, Putzen oder zum Heizen nutzen. Ein Leben ohne fließendes Wasser, die heiße Dusche am Morgen oder die wohlig gewärmte Wohnung im Winter ist für uns schlecht vorstellbar. Handwerkerinnen und Handwerker sorgen mit ihrer Arbeit an jedem Tag im Jahr dafür, dass wir keine kalten Füße bekommen. So wie Pascal Hering und das Team der Firma Hering und Heinze in Pottum im Westerwald. Der Meister im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk hat in seiner Ausbildung alles gelernt, was mit Wasser, Heizung, Klima und Energiegewinnung und mehr zu tun hat. Dieses Wissen gibt er heute im Betrieb an seine Azubis weiter. Und das ist ganz schön umfangreich. Meine Ausbildung wird dementsprechend gelehrt. Sanitärbereich, Installation von Trinkwasseranlagen, Entwässerungsanlagen, Regenentwässerungsanlagen, sowie auch die Fertigmontage, später dann Waschtische montieren, Badewannen stellen, Duschwannen stellen, WC-Anlagen aufhängen, Heizungsbereich, Kesselanlagen installieren, Leitungen verlegen, Heizungsrohre, Schweißen, Löten, Pressen, verschiedene Verbindungstechniken im Bereich Heizung, Lüftungsanlagen und wie man Aufträge abwickelt, ja, wie man sich darauf vorbereitet. Im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk, wie der Beruf seit einiger Zeit heißt, gibt es ständig neue Entwicklungen. Wurden früher Anlagen aufwendig mit der Hand eingestellt, ist heute der PC im Einsatz. Die Anforderungen werden komplexer. Auch mit dem intelligenten Haus, dem Smart Home, müssen sich die Handwerker heute auskennen. Von der Brennertechnik her, von den Kesselanlagen, ist heute sehr viel auf digitalen Wert gelegt. Ja. Verbindungen sagen wir, im Internet, dass man von verschiedenen Computern darauf zugreifen kann, was dann halt an der Anlage ist. Man kann auslesen. Ja, früher hat man alles analog vor Ort gemacht, Einstellungen. Heute geht man als Kundendienstmonteur mit dem Laptop an der Anlage und liest entsprechend aus, was die Anlage hat. Es geht aber nicht nur um den Energieverbrauch. Es geht auch um Energiegewinnung. Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, so heißt der Beruf heute, leisten mit ihrer Arbeit auch einen aktiven Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz. Wenn man heute, neu baut, hat man Anforderungen, dass man Solaranlagen aufs Dach machen muss. Es wird immer mehr, auf erneuerbare Energien gehen, ja, was auch die Anforderungen sind. Wie zum Beispiel Pelletsheizung, ja, Solaranlage auf jeden Fall. Dann Wärmepumpen, wo verschiedene Energiequellen sind, wie das Erdreich, das Grundwasser oder die Luft. Ja. Und die werden für die Zukunft immer weiter gefördert werden und dann eingebaut werden müssen. Auch für Azubi Fritz Lichtenhagen ist sein Ausbildungsberuf ein anspruchsvoller Beruf mit Zukunft. Weil es viele Handlungsfelder hat. Man kann sich in vielen Sachen weiter spezialisieren, in verschiedenen Bereichen gehen. Man kann in die Lüftung gehen, man kann in die Klima gehen, man kann eher in die Solaranlage gehen, Kundendienst später machen, nur Wartung betreiben. Man kann in die Heizungsebene weiter reingehen, zum Beispiel wenn man schweißen, große Anlagen baut. Es hat ganz einfach viele Spektren, die man abdecken kann. Und auch auf die Frage, warum mehr junge Leute seinen Beruf erlernen sollten, hat Lichtenhagen eine klare Meinung. Ja, erstens, dass es mit der Handwerk weitergeht. Viel mehr Leute gehen studieren oder machen weiter Schule. Und das stirbt eher so aus. Und es ist einfach besser, wenn wir mehr Fachpersonal haben für so Sachen. Man kann halt sich einfach viel weiterbilden in verschiedenen Richtungen. Das ist ja nicht nur das Sanitär, Heizung und Klima. Man kann ja noch viel weitere Sachen da mit anschließen und betreiben. Wer jetzt Lust auf die 3,5-jährige Ausbildung im Handwerk bekommen hat, nach der er nicht nur Menschen, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun kann, der kann sich im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz informieren.